So, und willkommen zurück zur Layers of Fear. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, oder nicht, wir sind hier nicht direkt das letzte Mal stehen geblieben, sondern ja, ich habe herausgefunden, das speichert immer bei den Gemälde, weil das Spiel handelt wohl darum, dass wir irgendwie das Gemälde fertigstellen am Ende oder sowas, weil wir landen öfters beim Gemälde und dort speichert es immer. Und ja, auf jeden Fall wollte ich das kleine Stück hier nicht alleine nachspielen. Deswegen mache ich es mit euch einfach wieder. Ja, jetzt kommt bestimmt wieder der Stuhl. Ja. Okay, vielleicht ist es doch kein kleines Stück mehr. Ich weiß nicht genau, wie weit es war. Aber gut, hier war doch der Gehstock später, glaube ich. Halt die Schnauze. Lass mich gefälligst rein. Okay, dann halt nicht. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Und ja, jetzt öffnet sich das. Bleh. Oh, jetzt kommt die Szene. Super. Super. Wo war die andere Kerze? Kerze! Da. So. Gut. Ja, könnt ihr euch selber durchlesen nochmal, falls ihr das nochmal lesen wollt. Gut. Schließ dich jetzt. Nein? Habe ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen? War hier ein Schlüssel oder so? Ah, hier. Zack. Ja. Boah. Okay. Können wir die wieder anzünden? Ja, okay. Das ist sehr schön. Los, es klopft da rum wieder. Wie ein Irrer. Los, mach schon. Ui, jetzt wird jetzt wieder alles schwarz. Ist ja sehr schön. Hübsches Bild. Besetzt. Besetzt. Es ist besetzt. Halte die Schnauze. Das sagt doch gar nichts. So kann ich jetzt wieder raus. Danke. So. Ui. Und das Bild verändert sich. Wow. Das war in der letzten Folge nicht. Wahrscheinlich, weil ich da nicht hingeschaut habe. This house is absolutely amazing. Ja, das ist es. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Ich kann Karate. Okay. Bestes Karate ever. Gut. Jetzt geht's hier weiter. Oder auch nicht. Gut, da halt nicht. Ich habe gerade einen Zettel runtergeschmissen, der sich kurz wieder aufhebt. So. Zack, und Sesam öffnet dich. Ah, jetzt hier geht's weiter, okay. So, jetzt hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und jetzt ab und davon. So, zack. Bitte öffne dich. Ich habe Angst. Bitte öffne dich. Ich habe Angst. Ist ja super. Sieht ja super aus hier. Und überhaupt nicht gruselig. Ist da ein Monster im Schrank? Ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwas aus dem Schrank kommt. Und ich höre Geflüster. Okay, das wollte ich nicht. Gut. Nur spiel wieder dein hübsches Lied. Können wir. Willst du nicht? Okay. Halt nicht. So, haben wir da irgendwas drin? Eine Zeichnung. Protesis. Snatchers. Why the damn leg? Das ist ja ein hübscher Fuß. Ich will den Fuß haben. Ich will den auch haben. Okay. Gut. Können wir schlafen? Ich will schlafen. Boah, natürlich können wir nicht schlafen. Wieso sollten wir auch schlafen können? Hui. Ah. So, dann mal schönes Lied spielen, würde ich mal sagen. Kurbeln, kurbeln. Da-da-la. Da-da-da. Die Wand blutet. Das ist nicht mal Blut. Das ist irgendwas Schwarzes. Schwarzes Blut. Und das da wird irgendwie Silber, oder? Das hat sich, glaube ich, auch. Ja, das hat sich auch verändert.
Ist ja super. Und das Bett ist irgendwie geschmolzen. Ist ja super. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Bett schmilzt. Gut, kommen wir jetzt durch. Die Tür ist auch sehr geschmolzen. Kommen wir wieder zurück. Nein. Und es ist viel dunkler geworden. Haben wir irgendwo einen Schlüssel oder sowas? Aber was hat es mir jetzt gebracht, dass hier alles geschmolzen ist? Einen Schlüssel haben wir hier nicht. Ja, wo geht's jetzt weiter? Die Statue ist gruselig. Wie komme ich hier jetzt durch? Nein, dadurch kommen wir nicht mehr. Ja, was hat es... Was, wenn ich jetzt nochmal kurbel? Ah, was liegt da? Okay. Siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Was ist hier so gruselig gerade? Das war gerade so gruselig, da kam gruselige Musik. Das hat mir Angst gemacht. Gut, aber jetzt haben wir irgendeine Flasche mit irgendwas drin. So kommen wir jetzt endlich wieder durch. Ui, das danced. Ja, okay. Bestes Dancing ever. Gut, aber ich möchte jetzt irgendwo weitergehen. Ja. Ah, was war da? Oh, was war das? Ich möchte da. Okay. Müssen wir jetzt wieder spielen? Dumbling all around. Jetzt wird alles wieder normal bestimmt. Oder? Ja, es wird wieder normal. Dumbling all around. Oh Mann, muss es schon aufhören? Gut. Jetzt geht's wieder hinaus und es hat sich bestimmt wieder verändert. Ich glaube schon, ja. Zack, verpiss dich. Oh, wieder Gemälde. So, jetzt bin ich gespannt. Und wie entwickelt es sich jetzt weiter? Bestimmt noch viel hübscher. Und, ja. Oh. Die zwei Tiere sind irgendwie verschwunden. Ich kann da noch eins irgendwie, noch eins ein bisschen erkennen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, was da darstellen soll. Das da hinten soll, glaube ich, eine Stadt darstellen. Und das da, glaube ich, ganz viel Müll. Oder so. Super. Gut. Und der Raum verändert sich auch jedes Mal. Aber ich glaube, hier drin haben wir sonst nichts mehr. Nein, das... Ah, das hat sich jetzt geöffnet. First I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one. Do ja. Da steht eine Menge Scheiße, die ihr euch selbst durchlesen könnt. Gut. Ah. Form emerges. Okay, dann geht's jetzt weiter. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du. Du, 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 du. Yeah. Hui. Aber ohne Witz, ich feiere das Spiel immer noch total. Das macht mir irgendwie... Okay. Ja, das macht mir total Spaß, das Spiel. Und ich finde die Grafik auch total cool. Und ich finde den Sinn des Spiels cool. Dass hier immer was passieren kann. Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Wie? Dum, 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 dum. Hilfe. Ich hab Angst. Block, Hilfe. Ist ja super. Das Spiel. Okay. Hui. Ist da auch ein Weg? Ich will lieber hier lang. Ich will da doch nicht lang. Böse Puppe, ist da ein Schlüssel? Ja. Wer denkt daran, zuerst die Tür aufzumachen?
Niemand. Ich wäre jetzt eigentlich einfach da lang gegangen. Aber ich will nicht, dass die Puppe mich verfolgt. Kann ich die Tür wieder schließen? Oh, na, ah, doch, ich kann sie irgendwie schließen. Tür, geh zu. Verpiss dich. Oh, Mann. Sieht ja alles einladend aus hier. So, ich möchte hier gerne durch. Das hat sich irgendwie ja sehr verändert, ne? Eben sah es noch anders aus. Öffne dich. Okay. So. Da haben wir wieder eine Brille. Dear Sir, if I am to... Lest es euch selber durch. Es wäre viel besser, wenn es das Spiel auch auf, auch auf, Deutsch gäbe. Ja, das wäre viel besser, wenn es auf Deutsch gäbe. Alter, Mann, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich habe Angst. Bitte töte mich nicht. Ich will nicht an einen Herzinfarkt sterben. Das wäre uncool. Restless Memories. Restliche Erinnerungen. Also so. Was zur Hölle war das? Für einen Teil. Aber ich denke, auf jeden Fall werden wir in dieses Spiel... Oh, Licht. Auf jeden Fall werden wir in dieses Spiel, glaube ich, nicht verfolgt werden, weil wir haben keine, keine Lebensanzeige. Deswegen Horrorspiele, wo man verfolgt wird. Hallo, macht ein Geist irgendwie die Tür immer zu? Ja, Horrorspiele, wo man verfolgt wird, habe ich am meisten Angst. Ja, weil da erschrecke ich mich immer am meisten. Wenn da plötzlich aus nichts irgendwas mich verfolgt. Das wäre nicht so lecker. Außer bei Outlast, da ging's. Da war es nicht so schlimm. Aber einmal dann... Einmal habe ich ein Indie-Horror-Game Let's Played. Und danach, kam aus dem Nichts irgend so ein Viech und hat mich verfolgt. Und als ich das Spiel dann beendet hatte, habe ich voll gezittert. Immer noch, weil der plötzlich um die Ecke kam. Und, was ist jetzt? Ich sehe nichts. Irgendwie, wieso sehe ich nichts? Ist es normal, dass ich nichts sehe? Hilfe! Komme ich hier irgendwie wieder raus? Das wäre nämlich sehr schön. Ich mache mal schön was. Was ist, wenn ich das jetzt ganz hoch mache? Dann erkenne ich wieder ein bisschen. Was? Aber ich möchte hier gerne wieder rausgehen. Das ist sehr creepy. Alter, das macht mir Angst, das Bild hier. So. Okay, jetzt bin ich wieder draußen von da. Jetzt kann ich das wieder runterdrehen. So mache ich. Aber das Bild da drin war voll creepy. Warte mal, jetzt erkenne ich was. Dann nicht mehr, wenn ich reingehe. Das ist irgendwie sehr creepy. Aber gut, wo können wir denn sonst noch hin? Das sind Bücher verstopft, den Weg. Und hier können wir durch. Wo es bestimmt auch gleich dunkel wird, oder? Können wir die Lampe... Ah, super. Bitte. Jawohl. Die Lampe können wir anschalten. Oh. Wieder Aufzug fahren? Ja, wir fahren Aufzug. Und ich habe Angst, was wieder passiert, wenn wir an ein paar Stöcke vorbeifahren. Ja. Der fährt von alleine. Das macht mir noch mehr Angst. Und er geht ab in die Tiefe. Macht mir auch sehr viel Angst. Hilfe. Sind wir schon da? Oh, wir sind schon da. Das freut mich, dass wir schon da sind. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das mich freuen soll. Gut, hier könnt ihr euch selber durchlesen. Oh, war da noch was? Nein. Ui, ich finde das Sound voll geil, wenn wir da auf dem Boden laufen. Das sind Glasscherben. Auf dem Boden. Aber ich finde die Grafik auch immer noch sehr geil von dem Spiel. Und ein Badezimmer, wo ich lieber nicht hingehen will. Nein, verpiss dich. Ich habe Angst, da rein. Really? Wie? Aber ich glaube, ich habe das schon irgendwie ein bisschen... Irgendwie schon verpasst, weil... Ich glaube, die Tür wollte schon zugehen. Silent Floatos. Floyers.
Ich weiß nicht, ob es ein T oder ein I sein soll. Keine Ahnung. They cock the drains. Ist das eine Riesenratte? Four in the water. No Bettus for me. Soll es ein U oder ein V sein? Ich habe keine Ahnung. Soll es ein T sein? Ja. Ich will nicht. Ich habe Angst. Oh, ist verschwunden. Zack. Hier waren wir schon ein bisschen irgendwie, aber jetzt sind da mehr Türen. Jetzt sind da mehr Türen. Ist ja stylisch. Ist ja super. Ist auch super, ich habe Angst. Ja, jetzt natürlich die Tür jetzt wieder. War ja, ja klar. Super. Run, Forest. Ich habe Angst. Ich möchte nicht mehr. Nein. Das sind zwei Türen. Easy to forget. Einfach zu vergessen. Okay. Verschladdelt. Verschladdeldaddelt und auch verschladdeldaddelt. Gut. Zack. Natürlich. Ab in die Tiefe. Können wir Licht anschalten? Ja, wenigstens können wir Licht anschalten. Wenn wir schon in den Keller oder weiß was ich wohin gehen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Angst, nach hinten zu gucken. Keine Ahnung wieso. Aber gut. Ja, der Keller ist, glaube ich, auch irgendwie, hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob ich mich hier noch umschauen soll. Ich gehe einfach hier lang. Und schaue mich hier erstmal um. Und es ist creepy. Da löst sich das Tuch einfach in Luft auf. Und hier auch. Gut. Dam, dam, dam. Das war gruselig. Das ist gruselig. Alles schwebt in die Luft hoch. Okay, ist ja super. Naja, wenigstens können wir uns dann freier bewegen, wenn alles an die Decke ist. Haben wir hier unten mehr Platz. Außer wir schweben auch an die Decke. Obwohl, ja, so viel Platz mehr haben wir nicht. Dann laufe ich mal hier lang. Und schau mal, ob wir hier irgendwo was haben. Was war das gerade? Ich habe wieder so bunt gesehen, dass mir nicht gefällt in diesem Spiel. Verpiss dich, Stuhl. Ich kann dich gar nicht leiden. Sollen wir da jetzt wieder hochgehen? Ja, ich versuch's mal. Ob wir da wieder hoch können. Boah, was war das? Habe ich irgendeinen Schocker verpasst oder? Auf jeden Fall geht es nicht auf. Ich glaube, ich habe unten was übersehen oder so. Das ist ja gerade irgendwie gruselig. Ja, das ist alles jetzt wieder auf dem Boden. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. So, jetzt haben wir einen Knochen und das brauchen wir wahrscheinlich fürs Gemälde. Dann heißt es, wir kommen, glaube ich, gleich wieder zum Gemälde. Da ist ein Zettel, den ihr, ja, den ihr euch selber durchlesen könnt. Patient Worsty, Denglinge Dreed. Okay. Ja, das sind irgendwelche Riesenratten, die aufgehängt werden. Das war creepy. Ich habe mich sehr erschrocken. Da haben wir eine umgeschmissene Kerze, die uns nicht sehr viel weiterhilft. Dann geht's jetzt wieder ab nach oben. Und hoffentlich sind da die Gemälde. Denn ich habe sehr viel Angst und möchte gerne die Folge beenden. Von diesem sehr geilen Spiel. Jawohl! Das Gemälde. Das Gemälde haben wir jetzt hier. Und jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, man erkennt irgendwie immer weniger. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Und ja, that if you fail. What if you fail? Ja, keine Ahnung, aber gut, dann beende ich hier jetzt die Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, Abo und einen Kommentar. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Layers of Fear. Bis dahin, Pando, dann ciao.